Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu The Inner World bei uns auf dem Kanal. Ja, letztes Mal sind wir stehen geblieben und haben hier die Taube runtergeschossen und gefangen. Aber dann ist, wie hieß sie, Laura gekommen und ich glaube Laura heißt sie. Und hat uns die Taube wieder abgejagt. Den Hack. Jetzt wollen wir ihr mal nachlaufen. So. Okay, das war der Wachhund-Igel, oder was? Diese Melodie, sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Hallo! Hallo, junger Mann. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Ich bin auch neu in der Stadt. Wer kommt denn bitte freiwillig hierher? Eigentlich suche ich nur jemanden. Laura, jo, habe ich recht gehabt. Hast du ein Mädchen mit einer Taube hier langkommen sehen? Sie heißt Laura. Die von den Fahndungsplakaten? Ja, die ist eben an mir vorbeigelaufen. Ich muss sie finden. Wie gut es sich da trifft, dass ich weiß, wo sich die Kleine herumtreibt. Was? Wirklich? Oh toll, ihr müsst es mir sagen. Sie hat Conroy bestohlen. Der arme Conroy. Ich habe ja nichts, was man stehlen könnte, seit mein Mann mich verlassen hat. Das tut mir leid. Braucht es nicht. Er wurde versteinert. Oh. Ja, zumindest auf die Basilen ist Verlass. Okay. Du weißt also, wo sie ist? Ich weiß so einiges, mein Kleiner. Aber jedes Wissen hat seinen Preis, wenn du verstehst, was ich meine. Aha. Du verstehst es nicht, oder? Ich fürchte, nein. Ich würde es dir ja gerne sagen. Aber die Sorge um mein Baby hat mich vergesslich gemacht. Wenn ihm wieder warm würde, könnte ich mich bestimmt besser erinnern. Den Schnaps haben wir nicht mehr, ne? Mal nach dem Baby fragen. Deinem Baby ist also kalt, aber es guckt so glücklich. Ja, mit einem Lächeln kann es die Welt besser ertragen. Also die Kälte oder den Hunger oder die Hoffnungslosigkeit. Oh, das tut mir leid. Wie leid? Was? Naja, Mitleid bekomme ich überall geschenkt. Was ich wirklich brauche, ist etwas zum Anziehen für mein Kind. Oh, das kann ich verstehen, aber ich muss jetzt wirklich... Danke, du bist ein Engel. Also ich dachte da an sowas wie ein Leibchen. Ein was? Ein Leibchen aus Erdbeergarn. Zum Anziehen für mein Baby. Okay. Aber woher bekomme ich so ein Leibchen für dein Baby? Wenn ich das wüsste, würde ich mich selber darum kümmern, glaub mir. Aber ich muss nun einmal hier bleiben und die wenigen Habseligkeiten, die ich besitze, beschützen. Und das Baby. Wo soll ich nur anfangen zu suchen? Dir fällt da schon was ein. Oh, und es sollte schon echtes Erdbeergarn sein. Aber natürlich. Aber das ist doch der teuerste Stoff von Asposien. Der Stoff der Windmönche, der Herrscherstoff. Das Baby besteht darauf. Oh ja, natürlich. Ich schätze dann... Solltest du mal anfangen, danach zu suchen. Okay, also ein Leibchen aus Erdbeergarn. Oh Mann. Oh, das kann ich wegkriegen. Kommt nochmal nach dem... Wie heißt denn das Kleine? Conroy. Ach, wie toll. Du hast es nach dem Abt benannt. Man weiß ja nie. Vielleicht stimmt das die Basilen ja milde. Ich finde, der Name passt sehr gut zu ihm. Danke. Es ist ein Mädchen. Okay.
mal nach dem Lied fragen. Dieses Lied, es erinnert mich an etwas. Schön, nicht wahr? Meine liebe Mutter hat es mir auch immer vorgesungen. Ja, schön. Weiter mit dem Lied. Woher kennst du denn das Lied, das du gerade gesungen hast? Meine Mutter hat es mir beigebracht. Und woher hat die es? Von ihrer Mutter. Ah, und wo hat die es her? Von ihrer Mutter. Ach so, und woher kennt die es? Der Wind hat es erfunden. Punkt. Okay, der Wind hat es erfunden. Ja, klar. Ah, der Robert ist nicht so ganz so helle, hä? Kann ich nicht einen normalen Stoff dafür? Wenn du willst, dass das arme Kleine weiter friert, willst du das? Nein. Dann besorg lieber schnell das Leibchen. Nochmal? Muss es wirklich aus echtem Erdbeergarn sein? Ich bin mir sicher, dass man mit guter, alter Wolle auch ein schönes Leibchen schneidern kann. Wie bitte? Entschuldige, ich habe dich über das Zittern meines Kindes nicht richtig gehört. Ich habe das Leibchen immer noch nicht. Okay, ja. Was willst du dann hier? Ich war doch noch gar nicht weg. Laura. Könntest du nicht einfach in die ungefähre Richtung zeigen, in die sie gelaufen ist? Wenn du mir das Leibchen besorgt hast, bringe ich dich sogar persönlich hin. Okay, das war's, ne? Ja. Okay, dann... Na dann, auf Wiedersehen. Ja. Okay, falls du mich suchst, weißt du ja, wo ich bin. Ich werde sicher nicht nach Hause gehen. Eine Mutter mit einem Baby. Ach, ich wünschte, ich hätte eine Mutter. Oder vielleicht auch ein Baby. Aber ich schaffe es ja nicht mal, eine Steinwurzel nicht eingehen zu lassen. Okay. Filmplakat und Tür? Sieht nicht besonders stabil aus. Wer auch immer dort wohnt, hat wohl nichts wegzuschließen. Ja, dann machst du doch auf. Gehen wir da mal rein, hä? Diese Tür gehört jemandem. Ich glaube, es wäre unhöflich, sie mitzunehmen. Ich wollte nicht mitnehmen, ich wollte sie aufmachen. Keine Luke. Die scheinen hier ja überall zu hängen. Vielleicht sollte ich Taubendiebin darunter schreiben. Kellerluke anschauen. Mal sehen, da drin liegt ein Kissen, ein halbes Glas Gurken und ein paar Nägel. Ach, ich wünschte, ich hätte so ein schönes Zimmer im Palast. Aber Conroy sagt, Reichtum verdirbt den Charakter. Okay, ja, klar. Kann man hier noch schauen? Schild. Zum taumelnden Phosphos. Warum es wohl taumelt? Wenn es bereit ist. Heute Kieferbrecher für Aspiri. Das hier muss ein Zahnarzt sein. Okay, ein Zahnarzt. Ja, klar. Aber in die Bar gehen wir gleich erst. Lass uns mal hier. Kleiner Junge. Hier noch was? Das. Was er wohl getan hat, um den Zorn der Basilien auf sich zu ziehen? Stock. Zerstörtes Haus. Also entweder hat hier ein Basilenangriff stattgefunden oder irgendwer hat ein Haus ohne Dach gebaut. Was soll ich denn mit einem Haus ohne Dach? Ja, keine Ahnung. Gehstock. Oh, ein Gehstock. Er ist aus Stein. Kein Wunder, dass der alte Asposa nicht entkommen ist. Hm. Soll ich ihn mitnehmen? Ich sollte ihn lieber an mich nehmen, bevor ihn noch jemand klaut. Yep. Cool. Kleinen Jungen noch angucken. Ach, der kleine Junge spielt. Ich habe früher immer Flucht aus dem Palast gespielt. Conroy hat sogar mitgespielt. Ich habe nie gewonnen. Ja. Okay, vielleicht kriegen wir von dem... Hallo, Kleiner. Den Fusen. Freund oder Feind? Freund? Hm,
Wenn du ein Feind bist, würdest du das wahrscheinlich auch sagen. Ich bin Wetze, Gentleman, Abenteurer und Erforscher des Unbekannten. Nenne dein Anliegen. Hallo, Denzel. Ist das dein Phosphos? Ja, es heißt Foss. Ich habe ihn gerettet. Ach ja? Wie denn das? Er war gefangen auf dem höchsten Turm von Asposien. Ist der höchste Turm von Asposien nicht der Leuchtturm, der nicht mehr leuchtet? Ja, ich erinnere mich, wie Conroy mir erzählt hat, dass jemand das Phosphos aus dem Turm gestohlen hat. Nicht gestohlen, befreit! Oh. Alles klar. Klein Schlingel hier. Warum hast du denn nicht einfach ein anderes Haustier? Wie zum Beispiel eine kleine, flauschige Wollmaus. Ich hatte mal ganz viele Wollmäuse, aber die sind immer durch die Gegend geflogen. Oh, sie sind dir davon geweht? Wollten sie, aber das konnte ich verhindern. Ach so, und wie hast du das gemacht? Ich hab sie auf den Boden getackert. Was? Oh. Dann sind sie da geblieben. Oh. Ja, dann hatte ich 2 Spindelraupen. Die sind aber auch immer weggekrochen. Aha. Da habe ich sie festgetackert. Oh. Und dann hatte ich einen Wulluf. Oh nein. Der wollte aber auch nicht da bleiben. Bitte rede nicht weiter. Ja, Mama hat gesagt, ich soll mich von Tieren fernhalten. Ja, das ist ja besser. Und von Tackern. Auf jeden Fall. Ich habe sie festgetackert. Die Karte. Was hast du denn da für eine Karte? Das ist meine Schatzkarte. Sie führt mich zum Schatz der Basilien. Na, das klingt ja super. Wo ist denn dieser Schatz? Hier steht, dass er irgendwo im Wurzelwald versteckt ist. Oh, am gefährlichsten Ort in ganz Asposien? Bisher ist niemand lebend aus dem Wald zurückgekehrt. Ja, ich weiß. Ich war da mal mit einem Nachbarsjungen auf Schrofjagd. Ich hab ihn dann da angebunden. Der ist auch nie wieder aufgetaucht. Oh. Ja, aber meine Mama hat gesagt, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Gott, was ist das für ein Junge? Was ist denn der Schatz der Basilien? Der Schatz der Basilien ist so unglaublich geheim, dass niemand weiß, wie er aussieht. Aber höchstwahrscheinlich ist er in einer Kiste. Und was genau haben die Basilien in diese Kiste reingetan? Ihre Augen! Igitt, was willst du denn damit? Keine Ahnung, ich werde mal versuchen, sie kaputt zu machen. Ja, das kannst du bestimmt am besten. Du suchst also die Augen der Basilien. Ja, wie oft denn noch? Wenn ich diese Steine hätte, könnte ich die Feinde Asposiens versteinern. Wer sind denn die Feinde Asposiens? Ha, das könnte potenziell jeder sein. Absolut jeder. Okay. Ich glaube nochmal mit der Karte hier. Bist du sicher, dass das eine Schatzkarte ist? Für mich sieht es ein wenig aus wie ein Strickmuster. Ich bitte dich. Sehe ich aus, als könnte ich eine Schatzkarte nicht von einem Strickmuster unterscheiden? Nein, ja, also schon. Aber ich denke, dass... Hör mal, ich werde dir jetzt sagen, was ich meiner Mama schon gesagt habe. Und dem Richter und auch dem Onkel, der mit mir über meine Träume reden wollte. Wenn ich sage, dass es echt ist, dann ist es echt! Okay. Kann ich deine Schatzkarte nicht mal kurz anschauen? Nein, ich muss doch die Augen der Basilien finden. So, Augen der Basilien. Phosphos sind mittlerweile ziemlich selten. Ja, ich weiß. Darum war es auch so schwer, an das hier ranzukommen. Hast du dir schon mal überlegt, dir ein anderes Tier als ein Phosphos zuzulegen? Zum Beispiel?
Naja, vielleicht eines, das nicht so leicht, kaputt geht. Zum Beispiel ein Ziegelstein. Ziegelstein wäre gut. Das ist ein schöner Topf, den du da hast. Hast du gerade Topf gesagt? Dieser Helm hat mir schon unzählige Male das Leben gerettet. Zum Beispiel, als ich die Wurzeltrolle abwehren musste. Aha, und wie hast du das gemacht? Feuer! Du meinst doch nicht den großen Brand vor 2 Jahren? Die Wurzeltrolle hätten sonst ganz Asposien vernichtet. Und die Überschwemmung hat doch das Feuer gelöscht. Warst du das etwa auch? Wenn du fragst, ob ich damit allen das Leben gerettet habe, so lautet die Antwort ja! Oh Mann. Es ist ja schön, dass du so viel Fantasie hast. Aber glaubst du nicht, dass deine Mama ihren Topf vermisst? Das ist ein Helm aus Staluminium. Ich weiß noch, wie ich damit die sagenumwobene Schrofarmee der Schrofe zurück in den Wurzelwald getrieben habe. Weiß eigentlich deine Mama, dass du hier ganz alleine spielst? Ja, sie hat gesagt, wenn ich will, darf ich sogar draußen schlafen. Das ist, verständlich. Würde ich auch so sagen. Ist der Helm auch kugelsicher? Leider nicht. Ich hab's ausprobiert. Wie denn das? Darüber darf ich bis zur Verhandlung nicht reden. Alles klar. Oh Mann, was ein Kind. Na dann, Detze, viel Spaß noch bei deinem Spiel. Bitte, Spiel! Okay. Oh Mann. Oh, Enzerer. Aber hier noch irgendwie was, was ich übersehen habe. Das Plakat hat noch einen, ne? Hier. Nein, hier auch nicht. Hier geht's zum Windplatz. Okay, dann gehen wir mal in die Bar. Kaugummiautomat, ein Windmönch, ein Spielautomat. Ein Gast, eine Bardame. Ein Wolf und eine Kiste. Könnte oben stehen. Ja. Okay. Dann fangen wir hier mit dem schlafenden Gast an. Der kommt wohl öfter hierher. Eigentlich geht er nur nie. Okay. Hallo? Er lächelt im Schlaf. Er scheint glücklich zu sein. Herzchen, der ist betrunken. Oh. Ein weiterer Sünder, der von den Basilen versteinert wurde. Was er wohl angestellt hat? Da sagt sie nichts. Nein, ich denke, der arme Kerl hat genug gelitten. Was steht da? Inhalt absolut tödlich. Serviertipp mit Zitronenscheibe und Schirmchen als Cocktail ein Hit. Nein, ich trinke nichts mit einem Totenkopf auf dem Etikett. Den Fehler habe ich schon mehr als einmal gemacht. Das ist der mit Abstand hässlichste Kanarienvogel, den ich jemals gesehen habe. Hund. Katze? Was spielen wir gerade? Ach, Schätzchen. Okay. Na, was bist du denn für ein Kleiner? Kann ich dich mal streicheln? Er scheint beschäftigt zu sein. Na, er frisst nur. Okay. Oh, ein Gemälde. Und Flaschen. Was da wohl drin ist? Komischer Saft. Nicht doch. Das riecht wie etwas, das jederzeit anfangen könnte zu brennen. Oh. Was brauchen wir jetzt nochmal?
Das muss die Bardame sein. Ich habe noch nie so eine Asposerin gesehen. Eigentlich habe ich im Kloster überhaupt noch nie eine Asposerin gesehen. Okay. Sprechen wir mal mit der Bardame. Hallo, leiten Sie dieses, Etablissement? Keine Ahnung, Schätzchen, aber mir gehört auf jeden Fall die Kneipe hier. Wie wär's denn mit einem Kieferbrecher? Einem was? Ein Likör. Spezialität des Hauses. Danke, aber lieber nicht. Dann vielleicht einen Schädelknacker? Einen Lavaströmer? Klingt alles recht gewalttätig. Gewalttätig? Du meinst wohl leicht entflammbar, Schätzchen. Hier, du siehst aus, als bräuchtest du ein paar Haare auf der Brust. Danke sehr. Ich trinke ihn später, falls ich vorhabe, mich umzubringen. Oh, ein kleiner Wulluf. Ja, süß, nicht wahr? Ich habe ihn angeschafft, nachdem mein letzter Ehemann weg war. Er frisst und schläft den ganzen Tag. Man merkt keinen Unterschied. Euer Ehemann? Wo ist er denn hin? Er wollte abhauen, aber weit ist er nicht gekommen. Wie meint ihr das? Er steht da vorne. Du erkennst ihn an seiner langen Nase und dem Kleiderbügel. Oh, das tut mir leid. Ja, seit der Versteinerung ist er einfach nicht mehr derselbe. Oh Mann. Ja, der Name ist echt cool. Haben Sie ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Sie heißt Laura. Ach, Herzchen, ich sehe eine Menge Leute. Warum suchst du sie denn? Sie hat etwas, was mir gehört. Das kann ich mir vorstellen. Tut mir leid, Schätzchen, ich kann dir da nicht helfen. Der Mann da am Automaten ist ein echter Windmönch. Könnt ihr das glauben? Einer von den großen drei. Der da. Die alte Kneifzange kommt oft hierher. Wenn du mich fragst, ist es eher eine große Null. Aber fühlt ihr euch nicht geehrt, dass ein echter Windmönch hier bei euch verkehrt? Puh, als wenn ich das gebrauchen könnte. Ein Mönch in meiner Bar. Ich wundere mich sowieso, dass die Basilen hier noch nicht vorbeigeschaut haben. Sollten sie? Haben sie etwa gesündigt? Weißt du, Schätzchen, früher lagen mir die Männer reihenweise zu Füßen. Ob du es glaubst oder nicht? Okay, dann glaub ich's nicht. Sitzt er denn wirklich jeden Tag hier und spielt? Ach, als der alte Trottel seinen Windbrunnen verloren hat, ist er dem Glücksspiel anheimgefallen. Den bekommst du nicht wieder auf die Reihe. Da verwette ich meinen Straps drauf. Okay, Straps. Was ist ein Straps? Glaub mir, Schätzchen. Wenn du einen siehst, wird dich nicht interessieren, wie sie heißen. Warum nicht? Ach, vergiss es. Da kommst du schon noch selber drauf. Wo drauf denn? Vielleicht doch nicht. Nein. Okay. Okay, ist ja. Tschüss. Tschüss. Pass auf dich auf, Schätzchen. Nein, nein, nein. Das können wir mal anschauen. Wow, das ist die Bardame. Sie sieht wirklich hübsch aus. Es ist faszinierend, was die Zeit Frauen antun kann. Ui, 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 ui. Da sind viele bunte Kugeln drin. Ich habe das Gefühl, dass sie mich anschauen. Ah, anschauen. Kann man die als Augen nehmen? Man muss eine Münze einwerfen. Nein, haben wir nicht. Mist. Kann ich das Gebilde denn mitnehmen? Nein, das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für sowas. Okay. Sprechen wir mit dem Gast? Nein, erstmal anschauen. Er sieht aus, als wäre er öfter hier. Nein, ich lasse ihn lieber in Ruhe weiter, was auch immer er da tut. Okay, dann widmen wir uns jetzt mal dem Windmönch. Wow, ein echter Windmönch. Was für eine Ehre. Was tut er denn da? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er trinkt Alkohol und betreibt Glücksspiel. Okay. Baden. Oh, der Mönch hat sich wirklich gehen lassen. Da hängt sogar ein Faden aus seiner Kutte. Conroy würde sich sowas nie erlauben. Schau ich mir noch
Brettspielautomaten. Mal sehen, wie das funktioniert. Man wirft Geld rein und zieht an dem Hebel. Und dann nochmal und dann nochmal. Hier ist kein drin. Nein, der wird gerade benutzt. Und außerdem kann ich meine Zeit nicht mit Spielen vergeuden. Ich muss das Mädchen mit der Taube finden. Ja. Vielleicht kann ich den Faden ja einfach mitnehmen. Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon drauf sitzt? Oh. Was wird das? Ach, nichts. Stuhl. Dieser Drehstuhl hat schon bessere Zeiten gesehen. Ja. Ich spreche jetzt einfach mal mit dem. Na komm schon, komm schon. Oh Mist. Hallo? Wow, ihr seid doch mal Leos, der Windmönch der Täler. Ah, was so... Basilen, seid ihr es? Nein, ich fürchte, ich bin nur ich, Robert. Ich freue mich so, euch einmal persönlich... Okay. Gibt es einen Grund, aus dem du störst? Erstmal ausquetschen über den Spielautomaten, ne? Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Es sieht aus, als würde es Spaß machen. Spaß? Wenn es Spaß machen würde, hätte es doch nichts mit Religion zu tun. Aber was... Ich suche nach Erleuchtung. In dem Spielautomaten? Ja, nun ja, bis mich die Erleuchtung findet, ist es sicher kein Vergehen, die Zeit ein wenig zu überbrücken. Stimmt, macht Sinn, irgendwie. Ja. Aber was hat Glücksspiel mit Erleuchtung zu tun? Es gibt viele Arten der Meditation. Glaub mir einfach, das besänftigt die Basilen. Aber Conroy besänftigt sie. Mit Meditation und Disziplin werde ich die... Bist du noch da? Ja. Wo war ich gerade? Ah ja, ich werde diese heilige Kutte wieder mit Würde Wurzelwachs. Das war mein letztes Geld. Eine Runde noch. Okay, Spielautomaten abgehakt. Also, wie genau funktioniert das mit der Erleuchtung? Dein banaler kleiner Verstand könnte er sowieso nicht fassen. Jawoll! Highscore! Odilie, noch ein Bier! Aber warum glaubst du, dass es die Basilen besänftigt, wenn du an einem Spielautomaten sitzt und Bier trinkst? Die Basilen sind unergründlich. Und jetzt hau endlich ab und lass mich drin meditieren. Okay. Fragen wir mal einen Basilen aus. Habt ihr keine Angst, dass euch die Basilen hier versteinern? Und wenn sie es tun, so habe ich es wahrscheinlich verdient. Ich bin mir sicher, dass das mit den Basilen nicht allein eure Schuld war. Natürlich war es meine Schuld. Ich muss nur noch herausfinden, was ich getan habe. Okay, Conroy? Weiß Conroy, was ihr hier macht? Ja, nicht direkt. Es wäre auch ganz nett, wenn das so bleibt. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Was soll so bleiben? Genau. Genau. Was denn? Das ist die richtige Einstellung. Welche Einstellung? Wir verstehen uns. Wobei denn? Sehr gut. Was ist sehr gut? Ich könnte Conroy fragen, ob er euch hilft. Nein, danke. Ich will seine Zeit nicht verschwenden. Conroy hat viel damit zu tun, die Basilien zu besänftigen. Ja, sie sind wirklich ziemlich schnell sauer. Hätte ich gewusst, wie jähzornig sie sind, hätte ich einen anderen Job gewählt. Das kannst du mir glauben. Ja, klar, ne? Jetzt fragen wir also doch mal über... sie ihn über Laura aus. Habt ihr ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Ach, du meinst Laura? Ja, die besucht mich hier ab und an in der Bar, bringt mir gelegentlich einen Wurzeltee mit. Nettes Mädchen. Merkt auch, wenn sie stört. Sie hat Conroy bestohlen. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, die du da aussprichst. Die arme Seele hat den rechten Pfad verlassen und... Wenn sie den Pfad verlassen hat, wo kann ich sie dann finden? Selten habe ich einen so unspirituellen Wurzelkopf wie dich kennengelernt. Uninspiri... was? Ach, vergiss es einfach.
Okay. Ganz helle ist er. Also, weißt du, wo sie ist? Ich hab dir gerade gesagt, dass sie den Pfad verlassen hat. Wo sie hin ist, weiß ich nicht. So, das war's. Gut, ich gehe jetzt. Gleich, gleich. Nur diese Seine spielen noch. So, das war's, ne? Mehr können wir hier nicht im Moment tun, mitnehmen oder irgendwas. Hier brauchen wir eine Münze. Ja. Hier weiß ich noch nicht. Und wie wir den Faden kriegen, keine Ahnung. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, euer Sistek.